Warum möchten Veganer ein Produkt haben, was ausschaut wie Fleisch, was schmeckt wie Fleisch, was aber kein Fleisch ist, wenn sie doch sich entschieden haben, sich pflanzlich zu ernähren? Das hat verschiedene Gründe. Erstens mal ist man aufgewachsen und hat eine gewisse Präferenz entwickelt, was einem eben schmeckt und was nicht. Die meisten Veganer sind nicht aufgestanden, eines Morgens haben gesagt, weißt du was, Fleisch, Milch, Eier und Käse schmecken mir nicht mehr, deswegen werde ich jetzt Veganer. Im Gegenteil, die meisten Menschen werden vegan aus einer ethischen Überzeugung und sagen nicht, dass diese Sachen schlecht schmecken. Aber mit der Zeit kann es gut sein, dass diese Lebensmittel nicht mehr als Lebensmittel wahrgenommen werden und einen der ganze Prozess dahinter dermaßen anwidert, dass man es nicht mehr essen möchte. Es gibt aber immer noch sehr viele Leute, die vegan leben und aber sagen, weißt du was, der Geschmack vom Fleisch fehlt mir ab und zu. Wenn ich das also bekommen kann, es sieht ähnlich aus, es verhält sich ähnlich, es hat eine ähnliche Textur und es erinnert mich an ein Geschmackserlebnis, was ich sehr, sehr gerne hatte, aber ich unterstütze damit nicht die ganzen Dinge, die mich eben stören. Weil die meisten Veganer, die vegan werden, haben sich mit vielen Sachen auseinandergesetzt. Unter anderem, was mit den ganzen Tieren passiert, in der Aufzucht, in der Schlachtung, in der Verarbeitung, dass es empfindungsfähige Lebewesen sind. Sie haben sich aber auch mit Zoonosen beschäftigt, sprich mit Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Sie haben sich möglicherweise auch mit dem Thema Antibiotikaresistenz auseinandergesetzt. Sie haben sich möglicherweise auch mit Welthunger auseinandergesetzt. Wasserverschmutzung, Wasserverbrauch, Kalorien, die verbraucht werden, um Tiere großzuziehen, Landflächen, die zugepflastert werden, mit Anbauflächen für Tierfutter, statt dass wir Lebensmittel für Menschen anbauen. Veganer haben sich einfach mit sehr vielen Themen auseinandergesetzt und haben festgestellt, dass diese Dinge in ihrem Leben eben keinen Platz mehr haben. Wenn ich also ein Geschmackserlebnis, wie zum Beispiel ein Chicken Nugget, vermisse und es gibt es heute aus Soja oder aus Erbsen oder sonst irgendeinem pflanzlichen Texturat, ist es doch eine tolle Sache. Wenn ich dafür 80% weniger Wasser benötige, wenn ich da drin keine antibiotikaresistenten Keime finde oder eben keine Tierqual damit unterstütze, ist doch eine tolle Sache. Und ich frage mich immer wieder, warum es Menschen gibt, die sich daran stören, dass diese Produkte dann eben Nugget, Burger oder Wurst heißen, weil es erinnert doch einfach an das Original. Warum sollte man irgendeinen Fantasienamen entwickeln, wo der Konsument keine Ahnung hat, was ihn da erwartet? Wenn ich sage, das ist zum Beispiel Sojageschnetzeltes, das ist ein Gemüseschnitzel, das ist eine Tofu-Wurst, dann weiß der Konsument ungefähr, wo es einordnen kann, was ihn für ein Geschmackserlebnis und was ihn für eine Konsistenz im Mund erwartet. Diese Dinge mag man einfach, wenn man damit groß geworden ist. Und es ist doch völlig in Ordnung und völlig irrelevant, wie diese Produkte dann heißen. Regt euch doch nicht so auf, liebe Fleischis, liebe Omnis, die ihr euch noch nicht so sehr mit der ganzen Thematik Ethik, Tierschutz, Umweltschutz, Gesundheit und so auseinandergesetzt habt. Seid doch eher offen und fragt euch, warum soll ich nicht ab und zu solche Produkte kaufen? Warum sollen andere Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben, dieses Geschmackserlebnis nicht mehr haben dürfen? Stört dich das, wenn dein Nachbar nebendran auf seinen Grill eben einen Beyond Burger drauflegt, statt ein zusammengepresstes Rinderpatty aus zerhackten Rinderleichenteilen? Warum stört dich das? Das sollte dich überhaupt nicht stören. Und es sollte auch nicht so sein, dass sich Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben, überhaupt rechtfertigen müssen. Die Rechtfertigung verlange ich in Zukunft eher von Menschen, die noch sich entscheiden, weiterhin, obwohl es Alternativen gibt, für die keine Tiere ausgebeutet werden müssen, für die nicht die Umwelt so stark belastet wird, die keine Zoonosen fördern und nicht Antibiotikaresistenz fördern, dass diese Leute sich rechtfertigen müssen. Warum, wenn es Alternativen gibt, entscheidest du dich immer noch für diese Produkte, die all das unterstützen, was selber dir doch wichtig sein müsste? Es sind nicht die Veganer, die extrem sind. Die Veganer haben sich einfach ein bisschen informiert, sich Gedanken gemacht und sind konsequent mit ihren Werten und ihren Handlungen. Weil die meisten Menschen, die ich kenne, regen sich über Tierqual auf, wenn wieder irgendwo eine Katastrophe passiert, dass ein kleines Kalb zum Beispiel auf der Wiese umgebracht wird, was vor kurzem wieder passiert ist, dann regen sich alle auf, oh wie schlimm, ein Kalb ist umgebracht worden. Im gleichen Atemzug sagen sie, hier am Wochenende gehen wir wieder ins Steakhouse oder ich mache mir ein geiles Wiener Schnitzel zu Hause mit Kalbfleisch. Das funktioniert einfach nicht, Leute. Setzt euch mit dieser Thematik auseinander und hört auf mit diesem dummen Vorwürfen wegen, warum heißt das Ding jetzt Wurst? Das ist einfach eine Form. Punkt. Aus. Hack ist einfach eine Verarbeitung, ein Prozess, der gemacht wird, damit etwas gehackt ist, eine gehackte Zwiebel. Okay? Gehacktes Soja. Kann euch doch egal sein. Es kann euch wurscht sein.
Okay? Allen jenen, die das schon verstanden haben und umsetzen und sich Mühe geben, das immer mehr in ihrem Leben Einzug nehmen zu lassen, dass man sich pflanzlich ernährt, dass man sich mit der ganzen Thematik Tierethik und so auseinandersetzt, Umwelt, Wasserschutz und so weiter und so fort, Methangas. Wenn ihr euch damit beschäftigt und euch entschieden habt, Richtung Veganismus zu gehen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und ermutige euch, bleibt dran. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr seid nicht jene, die sich entschuldigen müssen und sich rechtfertigen müssen. Okay? Also, an dieser Stelle vielen Dank an dich und ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.